Moin Leute, es ist wieder soweit. Es geht auf eine Hochzeit, auf der ich auflegen darf. Und ja, ich lade gerade mein Auto ein und ich glaube, das ist ziemlich interessant, wie ich das ganze Zeug in einen Polo bekomme. Let's go. Jo, einmal hier Anzugjacke im Auto aufgehängt und dann ist hier auch schon die Nebelmaschine und mein Rucksack. Und hier kommt gleich meine Kamera hin. Dann habe ich hier noch meinen Monitor und hinten drin sind die beiden Boxen. Darunter kommen im Sandwich mein DJ-Controller und der Koffer für die Moving Heads. Da oben drauf kommt der Koffer für die Laserbar. Wichtig ist übrigens, dass die Türen noch auf sind, sonst passt das alles nicht. Und jetzt kommen die Türen zu. So, jetzt sitzen die da knallficke fest, packe dicht fest, also da geht gar nichts mehr, im Sandwich zwischen den Türen. Und hier vorne habe ich jetzt noch Platz. Und da unter, kann ich jetzt nicht mehr zeigen, da unter ist der Tisch. Also hier unter der Klappe. Hiervor kommt dann auch die Kabeltasche. Dann ist hier noch ganz viel Platz. Ja, dieses Teil passt leider mit Koffer nicht mehr in den Kofferraum, deswegen mogel ich das da hier so oben rein. Yes, es ist reingemogelt. Hier kommt noch meine Außenanlage und meine Ersatzanlage hin. Dahinter die Tasche für die Tops. Da drauf ist noch Platz für einen Jutebeutel mit Kabeln und allem, was ich nicht brauche, was ich aber gebrauchen könnte. Hier kommen nochmal zwei Stative rein. Und jetzt lass uns hoffen, dass es zugeht. So, ich habe den Beifahrersitz jetzt noch mal ein paar Zentimeter nach vorne gemacht. Tada! Ich habe jetzt alles eingeladen, noch zwei Kaffee getrunken. Ja, jetzt geht's los und ich muss zum Hotel robben. Das ist 20 Minuten von hier. Und ein bisschen kacke, ich muss um 17 Uhr da sein und um 18 Uhr muss die Musik laufen. Das geht nicht. Aber ich darf nicht früher da sein als 17 Uhr, weil da ist vorher irgendwie noch eine andere Veranstaltung oder so. Heißt, ich muss richtig, richtig hetzen. Und es wird trotzdem alles nicht hinhauen. Das Paar weiß aber Bescheid darüber und es geht halt nicht anders. Heißt, ich muss zusehen, dass die Musik früh läuft und den Rest dann irgendwie so währenddessen machen. Jetzt ist auch klar, warum ich auch so um 17 Uhr kommen darf. Hier ist tatsächlich noch eine Veranstaltung. Es ist Viertel vor und ja, ich komme keine Minute früher rein. Aber ja, ist dann so, ne? Aber der Weg ist kurz. Hier ist der Eingang in den Grolländer Krug, was auch gleichzeitig Hotel Robben ist, habe ich jetzt gelernt. Dann muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis hier die Dame, eine Alleinunterhalterin, die hier vor mir war, abgebaut hat und dann kann ich mich da aufbauen. Jo, ich habe ausgeladen und ich sollte mein Auto wieder zuschließen, habe ich bestimmt schon gemacht, aber jetzt auf jeden Fall. Und ja, die Dame, die Alleinunterhalterin, die ist noch drin und baut noch ab. Es ist 17.01 Uhr. Oh, jetzt ist es ein bisschen hell. Es ist 17.06 Uhr. Los geht's hier. Alexandra ist Alleinunterhalterin, ne? Oder wie nennt sich das? Genau. Hier ist Alexandra, die kommt auch mit dem Vlog. Oder? Genau. So, jetzt bist du scharf. Da bin ich da. Hallo. Und die baut jetzt noch ab und danach kann ich hier aufbauen. Und ich helfe jetzt mal mit. Es ist 10 nach und ich lege los mit Aufbauen. Lass uns hoffen, dass es schnell geht. Es ist 8 Minuten vorher und hier ist noch richtig gewuschelt. Aber meine Musik läuft, aber das sieht alles noch nicht so aus. Deswegen muss ich jetzt erstmal wegtragen und dann baue ich weiter auf. Gut, so gut wie fertig und wir haben WLAN. Es ist 18.30 Uhr und ich bin fertig mit Aufbau. Ich zeige euch das mal. Jo, hier ist der schöne Aufbau. Hinter meinem Aufbau sind leider noch Gäste. Aber das Gute an meinen Boxen, ich kann die halt hier so rumdrehen und jetzt haben die auch noch Ton, ne? Ich bin endlich fertig mit Aufbau. Gäste kommen jetzt gerade und der Fotograf Marian ist auch da. Moin, moin. Moin. Wir essen dann auch gleich zusammen, ne? Ja, ja, cool. Wir essen und schnappen dann noch ein bisschen. Genau. Jetzt gibt es hier gleich Suppe. Und ja, man sieht hier schon, wie mein Ambiente-Licht den Raum ein bisschen bläulich färbt. Ja, da oben ist ein Spot. Hier ist ein Spot. Und da ist ein Spot. Also, schöner Saal. Es gibt Suppe und hier ist meine und da ist die für Marian. Das Buffet ist hier auch schon angerichtet. Das ist ganz schön viel. Da gibt es gute Sachen hier. Fisch und Krabben sogar. Mensch, Krabben, dafür haben sie bestimmt ein Auto verkauft. Und Salat. Oh, hier Rind, Schrimps, ganz viel Fleisch und oh, Lachs gibt es hier. Mensch, Nudeln, Reis. Das ist auf jeden Fall hier Upper Class. Bratkartoffeln, Gemüse, Pilze.
Und das gleiche hier nochmal. Candy Bar gibt's auch. Mit allem, was das Herz begehrt. Marianne und ich essen jetzt hier unser Essen. Und du hast? Hunger. Was hast du dir geholt? Ach, Ente, Fisch, Roastbeef, alles Mögliche. Das Essen ist auch wahnsinnig gut. Es gibt meinen Kaffee. Wir werden heute keine 80er mehr spielen. Ich dachte, ich fange jetzt an, aber ja, Essen gerade so gerade runtergeschluckt, Kaffee getrunken. Und die wollen hier schon anfangen. Ich muss auch zusehen, dass ich das hier, guck mal, Licht geht schon aus. Ich muss zusehen, ne? Ich muss zusehen. So, läuft hier alles. Alles unter Kontrolle, würde ich sagen. Öffnungstanz war super. Und jetzt geht's los hier. Das ist jetzt die zweite dicke Tortenpanne, die in meinen, weiß ich nicht, wie vielen Hochzeiten jetzt passiert ist. Aber es gibt einen Eisberg. So, ein bisschen NDW hier, ne? Kann nicht schaden. Skandal im Sperrbezirk wurde auch schon gewünscht. Hier.
Oh, Latin läuft. Und es ist Zeit zu rudern, Anja. Gleich beginnt der Refrain. Oh, ja. Also die Braut wünscht sich gleich Teenage Dirtbag. Und sonst geht hier noch Latin am besten immer noch. Jetzt kommt Buddy Ogun auch noch dran. Yo, es ist gleich 3 Uhr, 20 vor 3. Und ich glaube, das Ganze geht jetzt so langsam dem Ende zu. Das ist ein bisschen paradox. Ich habe eine volle Wunschliste und ich will einen Wunsch nach dem anderen, aber keiner tanzt. Oh, mit Will Smith kriegt man sie nochmal. Oh, geht ein bisschen langsamer jetzt. Mal gucken, ob noch was geht. Wir sind hier beim Kerzentanz angekommen. Es wird hier noch 4 Uhr. Noch später. Und gleich kommt I Wish I Was a Punk Rocker, von der Braut gewünscht. Grüße an Jerome. Jetzt doch kolumbianische Volksmusik. Es ist 4.30 Uhr. Tidal macht es möglich. Jo, Musik ist aus. Es ist 5 Uhr. Die haben noch lange, lange durchgehalten. Und na, willst du mit rein noch? Good night. Gute Nacht. So, ich baue ab. Krieg ich putzlich? Die Jungs und Mädels, die mussten schnell, schnell raus. Das ist wieder Stress, ne? Aufbaustress, Abbaustress. Zwischendurch Stress. Und es ist schon wieder hell. Es ist fast 6 Uhr. 20 vor 6. 17 vor 6. Los geht's, nach Hause. Es ist 6 Uhr und ich lade aus. Es ist 6.10 Uhr und meine Uhr sagt, ich habe mein Workout beendet. 13 Minuten war das Workout und das war ein straffes Workout, ausladen. Vergesst nicht, drückt hier auf Abonnieren und liked das Video. Ich freue mich auch immer über Kommentare. War eine gute Party, zwischenzeitlich ein bisschen schwer, weil sehr gemischtes Publikum. Kolumbianisch, Schlageraffin, Hip-Hop-affin, Chart-affin und irgendwie so dazwischen gar nichts. Ich glaube, die beiden sind sehr zufrieden und ich glaube, das gibt eine gute Bewertung. Ciao. Gute Nacht, ich gehe jetzt ins Bett. Mein Kind ist schon wach. Guten Morgen. Wer es bemerkt hat, ich habe diesmal keine Aufnahmen von mir und den tanzenden Leuten, wie ich mixe und den Übergängen, weil die Location war halt so, dass hinter mir Leute saßen und ich hatte hinter mir einfach gar keinen Platz, die Kamera einfach mal abzustellen, um irgendwie mal ein cooles Bild von mir und den tanzenden Leuten zu kriegen. Das gibt's eigentlich in Yellow Location irgendwie, aber da halt irgendwie gar nicht. Und ich habe schon überlegt, wie ich das in Zukunft mache, ob ich an meinem Stativ irgendwelche Aufhängungen installiere, die das ermöglichen, dass ich das irgendwie an das Stativ von dem Licht hänge. Also, ja, und dann hätte ich ja immer eine Möglichkeit, die Kamera aufzuhängen, ne? Aber ist halt schon nicer, wenn da irgendwie ein Tisch steht, wo man die Kamera einstellen kann. Aber heute nicht und ich hoffe, ihr habt das Video trotzdem genossen.